Hallo, liebe Finnland-Freunde und Skandinavien-Fans. Der Winter geht zu Ende. Das heißt für euch, das wird höchstwahrscheinlich eins der letzten Wintervideos in diesem Jahr sein. Und bevor ich aber mit dem Winter abschließe, würde ich euch ganz gerne nochmal die Straßenverhältnisse im Winter in Finnland zeigen. Und von mir kriegt ihr jetzt nochmal ein paar Eindrücke, wie es hier so ist. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Jetzt erst einmal für euch die letzten Winterimpressionen. Bleibt dran, viel Freude und schöne Grüße aus Finnland, euer Micha. Ja, also die Fahrweise der Finnen hier im Winter, da kann man manchmal nur schmunzeln. Und auch die Lkw-Fahrer sind hier flott unterwegs. So ein bisschen Schnee und Eis hält hier niemanden auf, weil die einfach damit hier aufwachsen und groß werden. Ja, in Zeiten, wo in Deutschland da vielleicht Schneekatastrophe angesagt ist, heißt es hier einfach ein bisschen bedächtiger fahren. Aber guckt euch das an, hier wird überholt auf der linken Spur, die zugeschneit ist etc. Und das sind einfach Bilder, die ihr auf euch wirken lassen müsst. Und ja, das ist das, was mich zum Anfang hier auch so sehr beeindruckt hat. Wenn der Schneestaub so über die Straßen fliegt, die LKWs an dir vorbeipreschen, als wenn es keinen Morgen gibt. Ja, so ist es hier einfach in Finnland. Insgesamt ist das Verkehrsaufkommen natürlich nicht so hoch. Du kannst hier super reisen und easy entspannt Auto fahren. Die Bilder müsst ihr euch nochmal angucken.
Ja, also es ist Ende März und natürlich fahren die Leute immer noch mit Spikes durch die Gegend. Aber was heißt das eigentlich, Spikes, ne? Und natürlich, es gibt immer noch Stellen, die zugefroren sind. Oder nachts friert es dann auch mal wieder. Und wenn die Wetterverhältnisse das hergeben, dann darf man mit den Dingern eben auch länger fahren. Normalerweise gibt es in Finnland so einen Übergang mit normalen Winterreifen nicht. Im Winter wird hier Spikes gefahren und Ostern, wenn der Schnee wegschmilzt, dann werden die Sommerreifen drauf gemacht. Bis es aber soweit ist, will ich euch nochmal etwas erklären, um da vielleicht auch ein bisschen Missverständnisse hinwegzunehmen. Spikes heißt ja nicht, wie im Motorsport, dass der dicke, fette spitze Spikes im Reifen sind, die sich in die Erde bohren und die ganzen Straßen kaputt machen. Das sind lediglich kleine Metallteile, dass der Winterreifen, der ja insgesamt auch eine höhere Profildichte hat, ja einfach besser hält. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt einfach noch mal ganz kurz. Ja, das sind die sogenannten Spikes. Also das ist ein ganz normaler Winterreifen. In meinem Fall jetzt von Michelin X Nord. Und ja, hier sind die kleinen Metallteile ins Profil eingearbeitet, sodass der Grip auf glatten Straßen und zugefrorenen Wegen deutlich besser ist. Ja, so sieht's aus, Freunde. Das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal gezeigt haben. Ja, die Fahreigenschaften mit so einem Reifen, Winterreifen mit Spikes drauf, sind natürlich super. Aber man muss auch bedenken, du bist damit nicht unbesiegbar. Im tiefen Schnee kannst du damit auch nicht viel ausrichten. Und auch ich habe mich in diesem Winter zweimal festgefahren. Und in beiden Fällen hatte ich Hilfe von netten Finnen, Kollegen oder Freunden. Und da bin ich ganz ohne große Nummer mit Abschleppdienst oder so rausgekommen. Aber insgesamt, man hat natürlich auch immer eine Schaufel und sowas im Auto mit dabei oder Matten, die man dort drunter ziehen kann. Aber das hat mir auch nicht geholfen, weil ich mit ein bisschen Schwung da ein bisschen ins Abseits geraten bin. Aber wie auch immer. Und so viel nochmal, um hier ein bisschen aufzuklären, was das mit den Spikes hier eigentlich auf sich hat.
Ja, Leute, ich denke mal, das war's mit dem Winter in diesem Jahr. Danke fürs Zuschauen. Die letzten Winterbilder. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Monat. Und macht's gut. Bis dann, euer Micha. Ciao.